Herzlich willkommen zu einer neuen Let's Play-Reihe. Wir werden in den Krieg ziehen. Zweiten Weltkrieg. Aber gut. Fangen wir mal an. Gehen wir mal auf den Server. Ist natürlich ein reiner Multiplayer-Spiel. Ein Headset wäre natürlich zu empfehlen. So, können wir uns für die Seite entscheiden. Welche? Gehen wir mal zu den Deutschen. Jetzt kann man hier den Squad aussuchen. So, dann nehme ich mal Fox. Ja, der ist ja schon fast voll. Jetzt können wir uns aussuchen, was wir nehmen wollen. Welche Richtung will man spielen? Also je nachdem, welche Klasse man nimmt, sollte man also welche Rolle man nimmt, wie es ja auch hier oben steht, sollte man auch diese Rolle auch spielen. Das heißt, wenn man Sanitäter ist, oh, jetzt ist es gerade sehr laut, wenn man Sanitäter ist, dann sollte man auch Sanitäter spielen. Das heißt, soweit man sollte vielleicht mehr in Richtung Mitte der Leute oder weiter hinten und ja, die Leute zu unterstützen halt, ne, mit Verband und ab und zu mal natürlich auch mal Schüsse und sowas halt, ne, Unterstützungsfeuer und so. Aber so im größten Teil sollte man schon ja, seine Aufgabe halt machen, die man auch nimmt. Ich würde sagen, nehme ich mal Sanitäter. Habe ich bisher auch nur gestern ja, ein paar Stunden, glaube ich, noch gespielt mal. So, mal gucken erstmal. So, auf jeden Fall die Sachen hier erobern. Ja, dann hätten wir gewonnen, soweit. So, da bin ich auch im Spiel. Gehen wir mal dahin. Man sieht auf jeden Fall, hier geht's übelst ab. Ah, eine blöde Ecke hier. Ah, shit. Und wir haben's auch. Jupp, das war's.
Ja, das geht halt sehr schnell hier. Also im Sterben. Wenn man hier nicht aufpasst, dann stirbt man wirklich sehr schnell. Denn ich habe auch schon auf Gegner geschossen. Aus einer Entfernung von, ich würde sagen, vielleicht 50 Meter ungefähr. 50, 60 Meter. Und wo war ich? Genau, so ungefähr 50 bis 60 Meter war der entfernt gewesen. Und hab auch mehrmals drauf geschossen. So ungefähr wie der hier, so ungefähr in der Entfernung war das auch gewesen. Hab mehrmals drauf geschossen, aber ja, ich weiß nicht, da ich nicht genau genug genau, irgendwie nicht präzise genau geschossen habe oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich muss noch ein bisschen mehr öfters zocken, um genauer zu sagen, ist jetzt wirklich, muss man die Schüsse direkt gerade zielen, muss man weiter nach oben zielen. Das ist halt das Schwierige daran. Shit. Das war auch sofort tödlicher Treffer gewesen. Ja, die sind hier irgendwo hier vorne, ne? Hier sind auch sehr viele Felder. Das heißt, die greifen gerade von den Schienen an. Wo haben die denn vorhin angegriffen? Wo waren die denn eben gewesen? Hier, ne? Waren wir gewesen, genau, der Panzer ist hier vorne. Hier sind wir beschossen worden. Das heißt, ja, ist halt eine blöde Ecke halt, ne? Eigentlich musst du hier hintergehen. Hinter den Hügel. Aber hier kannst du auch nirgendwo langlaufen. Hier sind alles Felder. Außer hier oben vielleicht lang. Zwischen den Wäldern, paar Bäume. Ist aber auch schwierig. Hier ist auch alles zu. Weiß gar nicht, was die ganzen Markierungen hier direkt bedeuten. Ich denke mal, hier sind Stellungen oder sowas in der Richtung. So Schützengraben und sowas. Ja, jetzt versuchen sie es halt über die Schienen halt, ne? Hallo. Ist einer bei mir oder was? Spreche ich noch mal mit C, ne? Einheit. Moin. Moin. Moin, Jan. Kann man einmal kurz den Offizier jemand aufklären? Wie sieht's an der Front aus? Gibt's irgendwelche Besonderheiten? Haben wir im Trupp irgendeinen Pionier? Glaub nicht, oder? Leider nein. Danke. Attack machen. Alle die Köpfe unten halten in diese Richtung, sonst habt ihr den Kopf drin. Da kommt ordentlich was her. Ah, wie geht denn das? Panzer bewegt sich vorwärts.
Leichte Infanterie hinter dem Panzer. Wenn möglich, unterdrücken Alter, Nebel, der macht's auch ein nicht leicht. Sieben Meter ist er nur entfernt, aber oh mein Gott, sitzen. Da ist er. Da ist er gewesen. Aber er ist weg. Wow. Tja, passiert halt, ne? Ist halt grad, wir werden gerade übelst hart genommen, ey. Aber richtig hart. Denn Gott sei Dank ist jetzt der Panzer weg. Aber trotzdem, durch den Panzer sind sie so nah gerückt, dass sie hier irgendwo. Denn die Linie ist hier noch, angeblich. Aber dort sind die, hier überall, die können hier, die schießen hier komplett hier rein. Und anders herum zu schießen ist blöd halt. Du siehst nichts. Also du siehst da nichts. Ich bin ja letztes Mal bis hier hingekommen. Bis hierher. Also wäre es gar nicht mal so übel, vielleicht nochmal zu versuchen, hier lang zu laufen. Über die Schienen. Oder wie der hier. Auch hinten rum. Da, wo es vermuten, dass da keiner ist. Andere Punkte angreifen halt, ne? Andere Seiten sind ja nicht überall. Wenn du hier irgendwo langläufst, ist die Wahrscheinlichkeit gering. Ab hier, wo es mit Sicherheit vielleicht mal ein, zwei bis drei Leute treffen halt, ne? Das schon. Was labert der? Wir können jetzt hier reingehen, aber hier ist unsere Mannschaft, das ist halt das Blöde. Und wir werden auch hier gerade übelst hart genommen. Das heißt, wir brauchen hier die Unterstützung im Moment. Gehen wir mal hier rein. Sieht, ja, oder nee, warte mal. Gehen doch lieber hier hinten rein. Ist zu hart. Mit da rein. Oder?
Guck mal, der Typ ist eben vorhin reingekommen von unserem Mann. Jetzt ist er wieder weg. Das heißt, es ist zu riskant. Wir gehen lieber hier hinten. Die Base ist sicherer. Jetzt müssen wir da oben langlaufen. Mal die Karte muss mal verschoben werden. Ich sehe jetzt, da oben sind wir. Gibt es eigentlich Fahrzeuge? Was gibt es denn hier eigentlich noch? Was ist denn das hier? Ein Kran und... Keine Ahnung. Ist hier nix. Keine Ahnung für was das ist. Vielleicht für einen Panzer beladen oder so. Ich habe keine Ahnung. Das sind die Schienen hier. Hier lang gehen. Hopp, alle die sterben, spawnen hinten bei Road to Neville. Ich habe keine Lust, das war noch den letzten Punkt von hier. Unser Trupp sichert die sicherheitshalber ab. Ja, gehen wir mal zu den Typen. Zu unserem Mann. Guten Tag, Kamerad. Moin. Hier mal eine schöne Position. Ich glaube, das Haus gefällt mir ganz gut. Das kann man doch mal halten. Kann ich Tür nicht aufmachen? So, der sitzt schon da oben. Na, dann gehen wir hier runter. Wie ich es mir gedacht habe, nur Verlust bei den Fronten. Ja, jetzt müssen wir den Stützpunkt auf jeden Fall verteidigen. Und einige müssen aber auch angreifen halt, ne? Also eine Linie aufbauen. Was ist der Welt? Das meine ich halt erstmal zu gucken, wer ist denn das da hinten? Ist das von uns einer? Ein Feind? Siehst dann nur eine Bewegung und weiß nicht, wer ist das? Ich glaube, so ab 10, 15 Meter ungefähr verschwindet das Symbol, wer Freund und Feind ist. Das heißt also, ja, das erstmal zu unterscheiden, wer Freund und Feind ist, ist auch nicht so einfach halt. Ist nicht so wie bei Battlefield, sage ich jetzt mal, dass man wirklich Markierungen und alles hat. Das heißt nicht, dass Battlefield schlecht ist oder sowas. Das würde ich auf keinen Fall sagen. Battlefield hat seinen eigenen Stil. Und macht auch mega Bock. Ich gehe mal wieder zurück zu den Typen. Ich will schon wieder selbstständig hier angreifen. Ich überlege gerade, wo ich mich am besten positionieren kann. Ohne, also wo ich aber guten Überblick habe. Oben denke ich mal, ist gar nicht mal so übel. Einfach im Punkt Position beziehen, sobald irgendein Feindkontakt vorhanden ist, sagt ihr mir Bescheid. Und ansonsten abwarten, bis auf Feindkontakt oder bis unsere angreifenden Truppen tatsächlich etwas reißen. So kann man natürlich auch machen. Ja, ein bisschen vorsichtig spielen will, aber so extrem drauf habe ich es aber auch nicht mehr so zu spielen.
Also Shooter-Spiele zocke ich sowieso sehr selten, oder? Früher, wo ich noch jünger war, da habe ich auf jeden Fall übelst viel gezockt. Vor allen Dingen Call of Duty 1, Call of Duty 2. Das habe ich schon sehr, sehr extrem gesuchtet. Ja, wir Hallo, halten. wenn Panzerkontakt kommt, darfst du auch schießen. Ich sehe gerade keinen. Wie es aussieht, halten wir erstmal Stellung. Bleiben bei unseren Leuten in der Nähe, dass wir sofort Unterstützung leisten können als Sanitäter. Und ja. Das unsere gewesen. Ah, die Luft anhalten kann auf jeden Fall lange. Meine Güte, macht der einen Lärm. Das unsere Leute oder Feinde? Ne, das sind unsere, ne? Hinten ist ein Punkt angezeigt. Das heißt, ich würde mal vermuten, da sind wohl ziemlich viele Feinde. Wir halten uns mal hier unten geduckt wissen. Auch ein bisschen Schatten am besten. Nicht so mitten in der Sonne rein. Dr. Lappen. Hast du zufällig Munition? Ach nee, du bist gar kein Rifleman. Sorry. Also direkt vor uns sind unsere Leute, das heißt, hier dürfte nichts sein. Ja, unter Beschuss ist man hier auf jeden Fall. Hier ist man auf jeden Fall ziemlich stark unter Beschuss. Durch den Nebel sieht man aber auch wirklich schlecht. Nicht mal so einfach. Wer ist das da? Das ist einer von uns, der läuft auf jeden Fall in die andere Richtung. Also was auf uns Richtung zu uns rennt, schieße ich auf jeden Fall. Also anders kann man es am besten nicht machen. Aber willst du wissen, wer das ist? Feind oder Freund? Du wartest ja nicht, bis er 10 Meter vor dir ist oder 15 Meter. Bis dahin bist du selbst tot.
können ja auch. Die müssen ja nicht unbedingt von hier angreifen, alle, ne? Das darf man ja nicht vergessen. Man darf nicht vergessen, die können auch hier hinten lang laufen. Und von hier angreifen, von den Seiten. Von den Wäldern hier. Und wir gucken im Moment gerade in die Richtung, wo sowieso hier gesichert ist. Das heißt, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass hier jemand, sag ich mal, durchkommt bei so vielen Leuten. Gut, jetzt wird es natürlich auch sehr abgemagert, also wie es aussieht, verlieren sie. Das heißt, wir werden bald die ersten Feinde treffen. Ja, dahin werden sie alle erschossen. Müssen mal. Wo ist denn das Audio? Sprache, Lautstärke, Mikrofon, Lautstärke. Oh, was ist hier los? Medic. Oh, kein Problem. Ja, verloren, ne? Die Deutschen haben verloren. Was heißt denn das nochmal? 4:1? So, 4:1, okay, ja. Klar, das war ja die letzte Reihe gewesen. Ja, der Server ist halt noch nicht ganz voll. Heißt aber nicht, dass es ungefähr dadurch besser wird oder schlechter. Es kommt halt immer darauf an, wie gut die Spieler halt miteinander zusammenspielen. Im Moment sieht man ja selbst, keiner will die Führungsposition, sag ich mal, übernehmen halt, ne? Und daher. Ist halt schwierig, da irgendwas zu reißen halt, ne? Und da ist ja nicht das einzige Team. Das sind ja mehrere Teams und wenn alles so, sag ich mal, miteinander sich unterhalten, wo nichts passiert, niemand die Führung übernimmt, sieht man, was passiert halt, ne? Wenn alle richtig spielen würden, also alles wirklich richtig Teamplay, dann würde das ganz anders alles funktionieren auf einmal. Es müsste ein Hauptkommando, gibt's ja extra, da gibt's ja ein Leader. Heißt er, glaube ich, da ein Spiel oder wie das ausgesprochen wird, der übernimmt ja die komplette Kontrolle der Karte, sag ich mal. Das heißt, er koordiniert die Leute halt. Er guckt die ganze Zeit, er ist irgendwo ganz hinten in der Hauptbase, guckt die ganze Zeit auf der Karte und koordiniert die Leute, also sprich, die Teamzeit untereinander halt, wo Feinde ungefähr sind und sowas. Oder irgendwelche anderen Kontakte, die man so nicht sofort mitbekommt oder so. Das sind ja auch nochmal Nummern, das darf man auch nicht vergessen. Das muss man zum Beispiel auch am besten immer sagen. Bei 3E zum Beispiel sind Feinde oder 3EF sind Feinde oder sowas in der Richtung. Dann weiß, okay, dann wissen die schon mal, okay, da sind die Feinde ungefähr aus der Richtung. Dann halt kommt nochmal drauf an, wie die Teams nochmal einzeln nochmal spielen halt, ne?
wie welche Taktiken machen die, welche, wie gehen die vor und alles halt. Ist halt, ne, auch nochmal unterschiedlich, welche Klassen man nochmal hat und alles. Naja, gut. Ich würde sagen, ich mache mal hier Schluss. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich werde auf jeden Fall mehr davon noch geben, weil mir macht es auf jeden Fall Spaß. Ist mal eine Abwechslung gegenüber die anderen Spiele, die ich so in den letzten Tagen, Wochen gespielt habe. Und ich habe da noch ein anderes Spiel, aber das bleibt noch eine Überraschung. Da muss ich sowieso noch eine Aufnahme machen. Und ja, gut. Bis dahin, ich hoffe, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.